Hallihallo, Löhle, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteuern und heute geht es darum, kann ich mit einem Severin, Lidl, Aldi, keine Ahnung was, Toastmaker Feuer machen? Also kann ich mit einem Toastmaker mir nicht nur ein Sandwich machen, sondern erst ein Feuer und dann grilliere ich das Sandwich auf dem Feuer und nicht mehr in diesem komischen Sandwichmaker, weil der ja einfach eh nichts bringt. Also, wie schaffen wir es mit einem... Ich glaube, es wird heute ein lustiger Tag, mit dem Sandwichmaker Feuer zu machen. Und los geht's! Ja, Gott sei Dank haben wir in irgendeiner Art und Weise den Lachflash überwunden, was ja total wichtig ist. Ansonsten würde man ja denken, man könnte gar kein Feuer machen. Wenn ihr mit dem Sandwichmaker Feuer machen müsst, dann müsst ihr ihn zunächst öffnen. Ihr holt dann die Sandwichplatten raus, dass ihr die Heizwendel freilegt. Das macht ihr oben und unten. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo es ist. Und dann könnt ihr schon sehen, also genau das ist unser Spot, wo wir die Hitze abgreifen wollen. Jetzt muss man natürlich den guten alten Severin, das ist sein Name, Severin 3, den habe ich jetzt ungefähr seit, ja, roundabout 20 Jahren. Ich hätte nie gedacht, dass ich den nochmal benutzen werde, aber zum Feuer machen ist er genau das Richtige. Ich habe mir schon, ich glaube, ich bin gegen die Platten gestoßen. Da steht auch noch drauf, Hot. Und wenn da Hot drauf steht, dann muss das definitiv auch zum Feuer machen klappen. Ich lege die mal auf die Seite. Da wir heute ein bisschen Zeit haben, bis unser Severin, der alte Knilch, auch wirklich so heiß ist, dass man damit Feuer machen kann, kann ich euch mal das Zundernest etwas genauer erklären. Für unser Zundernest sammle ich als erstes immer ein großes Stück Birkenrinde. Warum? Es ist der Grillanzünder des Waldes. Das bedeutet, wenn einmal Birkenrinde getrocknet ist, kann sie sogar im nassen Zustand wieder Feuer auffangen. Und das ist eine Besonderheit einfach. Und diese Besonderheit könnt ihr nutzen, sodass ihr eben leicht und locker Feuer machen könnt. Die zweite Schicht ist trockenes Gras. Die dritte Schicht nehme ich häufig, ja, so trockene Blätter, die ich dann zerbrösel in meinen Händen. Und als letzte Schicht nehme ich einfach noch Rohrkolben, den nehme ich zwischen meine Hände, roll das zu einer kleinen Wurst zusammen und schon habe ich mein Zundernest. Also, wenn ihr das immer seht, es ist nicht so komplex, ein Zundernest zu herstellen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob unser Severin schon richtig heiß geworden ist. Oi, ein Blatt, es ist davon geflogen. So, wir machen Abracadabra Fidibus, bist du hot genug, um eben zu starten. Da ich mir nicht die Pfoten verbrennen will, habe ich meine HZ-Zange mit dabei. Ja, auch das ist ein Sponsor von uns und noch viele andere auch. Jetzt müssen wir natürlich gucken, weil wir haben halt schon wieder, wie immer, das ist das Schöne eben in Schweden, also wir sind in Westernordland, es ist ohne Ende die ganze Zeit heiß und ihr seht, es hat schon geraucht. Merkt ihr das? Also da ist schon das Orangene. Da glüht schon. Dann übertragen wir den Zunder ins Zundernest, legen den ab, halten ihn dann mit dem Messer fest und blasen ihn ganz langsam an. Und heute lasse ich mir ein bisschen Zeit, dass ich euch das auch erklären kann. Ihr seht schon, es frisst sich langsam in den Rohrkolben. Und es geht genau darum, dass ihr beim Blasen, ich muss ab und zu blasen, weil sonst würde es ausgehen, dass eben sich jetzt nun diese leichte Glut in den Rohrkolben überträgt. Ich weiß, ich laber viel zu viel und es könnte sein, dass unser Feuer wieder ausgeht. Aber ich versuche das jetzt zu gestalten. Ihr wollt nun, dass vom ersten Zunder, also von eurem Kohletuch, die Glut in den Rohrkolben übertragen wird. Danach übertragt ihr vom Rohrkolben die Glut
in das Gras. Also das ist euer nächstes Ziel. Und wenn ihr es dann ein bisschen komprimiert, dann könnt ihr das auch anblasen. Mal gucken, ob ich zu lange gewartet habe. Ich alter Schwätzer. Jetzt ist anscheinend Klappentime. Aber siehe da, auch wenn der Gärtner redet, er macht trotzdem Feuer an. Aber er hätte sich fast in den Finger gebrannt. Das alte Luder. So, ich muss mal ein Stück zurückgehen. Also was ihr sehen könnt, ist, dass ihr mit sehr, sehr kleinen Methoden einfach Feuer entfachen könnt. Und ein Sandwichmaker funktioniert natürlich genauso wie alles andere, da ihr eben damit die Hitze auf euren Zunder, egal ob das jetzt Zunderschwamm ist oder ob das jetzt euer Kohletuch ist, dass ihr das übertragen könnt. Und wenn ihr das übertragt und dann euer Zundernest richtig gebaut habt und ihr genau das beherzigt, was ich euch heute erzählt habe, dann kann jeder Feuer machen. Aber, Warnung, ihr dürft das nicht selber ausprobieren. Ein Sandwichmaker ist kein Kinderspielzeug. Ihr könnt euch da heftigst dran die Flossen verbrennen. Ganz klar. Also ich zeige euch zwar immer die skurrilsten Dinge, aber ich heiße ja auch Heiko Gärtner. Und als Gärtner darf man das. Aber wenn ihr kein Gärtner seid, kein Ausgebildeter, dann würde ich das wirklich nicht machen. Nein, Spaß beiseite. Das sind gefährliche Sachen und das müsst ihr einfach auch so akzeptieren, dass es eben gefährlich ist. So, jetzt muss ich meinen Severin mal retten. Ansonsten wird er eben zu heiß und das wollen wir nicht. Und wir stellen ihn mal hier rüber. Warum ihr uns abonnieren sollt? Also habt ihr uns überhaupt schon abonniert? Da gibt es immer wieder lustige Abenteuer, die ihr mit uns erleben könnt. Also hier irgendwo, keine Ahnung, abonnieren. Und wir bieten euch über 1200 verschiedene Survival-Kurse an. Extremabenteuer. Ihr dürft mit uns auf Wolfstracking gehen. Ihr dürft auch Bären hautnah sehen. Also wir haben in Afrika, wir haben in Alaska, wir haben in Kanada, wir haben in Schweden überall coole Expeditionen, wo ihr so richtig in die Wildnis eintauchen könnt. Und ja, wir haben noch 1000 andere Dinge auch. Wir bauen gerade ein Expeditionsmobil mit 18,75 Meter auf. Also guckt euch auch das an. Das ist alles recht interessant. Und ja, da unten brennt es auch schon und mein Finger wird dadurch wärmer. Also ich halte das hier mal so fest. In diesem Sinne wünschen euch die Lebensabenteurer im Sturm alles Gute und bis bald. Ciao!